Was geht ab, Leute? Jenk ist wieder mal am Start zu einem weiteren Buy First Guy SBB. Wir hatten das schon etwas länger nicht mehr und diesmal in der Extreme-Variante mal wieder. Wir werden wieder ansteigen mit den Preisen. Wir haben heute eine Rekord-Price-Range auf diesem Kanal. Wir haben ganz, ganz kranke drei teure Team-of-the-Season-Star-Spieler, die wir währenddessen einfügen. Und wenn ich meine wir, dann sind das mein Aufnahmepartner und ich. Was geht, Wakes? Ich bin Wakes, Freunde. Was geht? Ich bin auch dabei. Und ich habe mir drei super Tots mitgebracht, die ich heute hier einfügen werde. Ich werde mich nicht zurückhalten. Ich werde schwitzen. Ich werde mich nach vorne lehnen. Ich bin schon verschwitzt. Mein Rücken schwitzt jetzt schon. Junge, was ist das für eine Ansage hier im Intro? Was willst du? Was hast du vor, Junge? Das ist ganzes Team des Card, oder was? Das ist auf jeden Fall der Plan. Leute, lasst einen Daumen nach oben da. 1000 Likes, dann gehen wir weiter hoch mit der Price Range und dann gibt es auch wieder nochmal dickere Discards, aber ich hoffe, es gibt heute schon dickere Discards auf der Seite von Wakes. Heute wird wirklich ohne Gnade. Und sagen, wir können reingehen, oder? Habt ihr auch nicht genug Coins für diese geilen Team-of-the-Season-Karten, dann checkt jetzt unbedingt Lootbar ab. Hier seht ihr es, das sind wirklich die günstigsten FC24-Coins und obendrauf kriegt ihr nochmal Free-Coins obendrauf. Zum Beispiel eben bei 1.050.000 plus. Des Weiteren könnt ihr nochmal einen Gutscheincode Jenk eingeben für 8% Rabatt. Damit spart ihr nochmal ganz, ganz saftig. Außerdem nutzen noch ganz viele andere Creator Lootbar und sind sehr, sehr überzeugt davon. Es sind wirklich die sichersten, günstigsten und besten FC24-Coins, die ihr kriegen könnt. Ich habe jetzt endlich genug Coins, um diese coole Team auf der Season-Karte von Romero zu kaufen. Danke, Lootbar. Endlich kann ich ihn mir leisten. Also, wenn ihr auch diese ganzen coolen Team of the Season-Karten haben wollt, checkt unbedingt Lootbar ab. Code Jenk für 8% Rabatt. Lass reingehen. Lasst ein Abo da, Leute, nicht vergessen. Ich würde sagen, Price Range 290k, ne? Und dann halt, wie gesagt, noch unsere Kapitäne währenddessen. Ich bin auf jeden Fall schon mal auf der ersten Seite. Ich auch. Ich auch, ich auch, ich auch. Und das sind meine Spieler, die zur Auswahl stehen. Den würde ich gerne haben, wenn ich ehrlich bin. Gib mir meine Zahl als erstes. Jenk Classic, ich gebe dir die 1. Die 1? Das ist der Jenk Classic Move. Erste Karte, erste Position, immer die 1. Okay, ja, den kenne ich persönlich. Kennst du persönlich? Okay. Mhm. Ist gut aber, ist gut, ist gut, ist gut. Nur die Version von der Karte ist, glaube ich, nicht ganz so teuer. Dann gibt es den Wakes Classic und du kriegst nicht die 7. Hast dich schon gefreut, glaube ich, ne? Du kriegst die 3. Ey, das ist doch krass. Ich hätte ihn im Verein, ihm im Verein, ihn im Verein, ihn im Verein, ihn im Verein und ihn im Verein. Und dann gibst du mir den, den ich nicht im Verein habe. Ich weiß nicht, ob er besser ist als die anderen, aber ich habe auf jeden Fall den teuersten im Verein gehabt. Den hätte ich sehr gerne mitgenommen. Aber dann wird es halt der fliegende Holländer. Van Persie. Ja, ist aber kein so schlechter Start. Ich sag ehrlich, aber da kann man eh nicht viel falsch machen auf der Position. Wird es aber ernst. Jetzt kommt es drauf an. Das sind die Positionen, wo es ernst wird. Okay, ja. Ich füge meinen ersten Kapitän ein, also meinen ersten Joker. Oh, okay. Auf der Position hier. Es ist natürlich eine Team-of-the-Season-Karte. Und Freunde, wenn ich da drauf drücke, seht ihr was? Richtig. Den Pector King seht ihr da. Er ist drin. Er ist drin und er ist super. Du bist auf deiner Seite? Ja, wer ist es? Sagen wir uns den Spieler? Eigentlich nicht. Für mehr Spannung eigentlich nicht. Nee, nee, nee. Lass mal, lass mal. Gib mir bitte okay. Die oder die Zeit. Bitte. Dann gibt's jetzt die 7. Gib's jetzt den Wakes Classic. Mann. Wenn du mir die 1 oder die 4 gibst, dann ist es kein Vorbeikommen. Dann ist es ein Spieler, der ist sehr, 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 sehr teuer, weil den kann ich upgraden. Ich habe die teuerste Version davon im Verein. So ist es einfach ein Mann. Der läuft immer ganz lustig. Vielleicht kommst du ja drauf. So, Freunde. Bei mir sind jetzt zwei Positionen hier in der Reihe drin, dann würde ich sagen, gehen wir in die Reihe hier und suchen diese Position als nächstes. 290k, Bratz, 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 ich bin auf dem Transfermarkt. Wow. Bro, Bro, Bro. Okay, ich bin gespannt. Es ist okay, was ich hier sehe. Ich sag ehrlich, ich habe mir teurere Karten sogar vorgestellt bei der Price Range, ne? Also teilweise läuft da echt noch viel Falschgeld rum, aber gib mir mal eine Zahl. Seite 7. Nein, du bist so ein falscher Fuffi. Hier war dreimal eine Team of the Year Karte, die ich hätte bekommen können. Also hast du mich gerade geprankt, oder was? Yeah. Wolltest du auf der Seite bleiben? Ja, ich wollte bleiben. Hä, es gibt nur zwei Zahlen auf der letzten Seite. Nur 1 und 2, oder was? Ja. Dann nimmst du die 1. Digga, das ist ja komplett lost. Warum? Ja, der andere wäre sogar gut gewesen. Der ist die 1 nicht? Das weiß ich nicht. Der ist okay, was, ich sag ich? Ehrlich. Wenn du mich schon so nervst, gehst du jetzt auf Seite 10. Nein, übertreib bitte nicht. Doch, du gehst jetzt auf Seite 10. Lacht einfach 7, dabei, der hat richtig Spaß dabei. Ah. Hört ihr das? Der hat richtig Spaß dabei. Ja, weil ich da gerade Karten gesehen habe, da war auf einmal so ein 97er Pelé und so dabei. Wow. Wäre nicht geswitcht bin durch die Seiten, ja. Wenn wir von der 7 reden, kriegst du die 9. Hä? Macht gar keinen Sinn. War 7 besser als 9? Nö, waren beide gleich ungefähr.
Ja, doch, okay. Aber ich glaube, auf der Position war die 7 besser als die 9. Okay, Tim hat schon seinen ersten Starspieler eingefügt. Bei der 4. Position wird es auch mal Zeit für meinen ersten Starspieler. Und ich hau direkt den krassesten Starspieler aller krassesten Starspieler raus. Niemals hast du einen teureren Starspieler, Tim. Ich hab es den Mainman. Erling. Ja, wer weiß, ich spoiler's nicht. Ich habe auf jeden Fall viele teure Karten im Verein. Und es ist der Mann natürlich geworden. Alter, ganz kranke Position, ganz kranke Karte. Und der Mann wird auf dem Feld Angst und Schrecken verbreiten. Also ich bin sehr, sehr gehypt auf den Mann. Und jetzt kannst du gerne deine Seite suchen. Bin drauf. Gefällt dir die Seite? Weiß ich nicht. Findest du die ansprechend? Weiß ich auch nicht. Findest du sie nett? Weiß ich auch nicht. Gib mir einfach eine Zahl oder eine andere Seite. Mir ist egal. Dann gehst du auf Seite 2. Ja. Spieler Nummer 5. Oh. Anfangs war der cool. Ich weiß nicht, ob er immer noch so gut ist. Was hat er für einen Playstyle? Ja, doch. Mit dem kann man was anfangen. Auf jeden Fall. So, wenn du schon so einen krassen Kapitän reinstellst, dann stelle ich jetzt auch wieder einen Kapitän rein. Und meiner ist auch sehr krass. Wenn du so einen krassen nimmst, muss ich so einen krassen nehmen. Ja. Team of the Season ist eingestellt und Team of the Season wird eingefügt, Freunde. Let's go. Ich bin gespannt, was deine Kapitäne auch sind, ne? Ich bin auf einer Seite, die ist schmackhaft. Das ist ein Schmackofatz. Schmackofatz, die 2. Oh, ich wollte ihn sogar haben. Legende. Mann hat erst letztens bekannt gegeben, dass er aufhören wird. Sehr geile Karte. Ich sag ehrlich, oh, sehr. Oh, den nächsten Spoiler. Also Haaland und Marco Reus? Wer weiß. Er hat auch coole Playstyles. Oh, Jake heute gut am Spoilern, Freunde. Ich würde haten in den Kommentaren. Würde ich jetzt erstmal ein Abo da lassen für Spoilern, Chat. Sei ehrlich. Ja, auch mal ein Abo da lassen. Auch mal ein Like droppen. Genau. Tim, wenn du so bist und deinen nächsten krassen Starspieler reinhaust, klatsch ich jetzt auch meinen nächsten krassen Starspieler rein. Nein. Doch. Genauso mache ich das Nein. jetzt. Doch, genauso mache ich das okay, jetzt. Komm. Über. Egal, ich spoiler gar nicht mehr, sonst verrätst du schon wieder, wer es ist. Der ist cool. Der passt auf jeden Fall top hier rein. Und ich sag ehrlich, die Karte gezogen. Einfach Macher. Ist auch in meinem Main-Team vertreten. Finde ich geil. Ich weiß nicht, wen du so gezogen hast. Ich guck deine Videos in letzter Zeit nicht. Naja, schade, aber auch verpasst was. Echt ehrlich. Oh, okay. Soll ich mal wieder reinschnuppern? Mal wieder reinschnuppern. Auch mal ein Like droppen. Auch mal ein Abo droppen. So, auf sag jetzt meine Zahl. Auf dem Weg zu 100k gebe ich dir die 10. Weil 10 mal 10 ist 100. 10 mal 10 ist 100. Türkiye. Ah, der okay. Güler zieht der. Oder Fred. Fred, glaube ich, hat vielleicht. Der Mann gezogen. Vielleicht. Ah, wir kommen langsam zum spannenden Teil. Das Team füllt sich und es füllt sich. Und hier sind wieder so teure Karten am Start. Hilfe. Ich brauch Icons, Jack. Ich auch. Ich brauch ganz dringend Icons, weil ich habe gerade noch so wenig Chemie. Bock gerade noch gar nicht. Deswegen gib mir einfach eine Icon. Hier sind 4 Icons am Start. Wollen wir schummeln und uns helfen? Du sagst mir, wo eine Icon steht. Ich sag dir, wo eine Icon steht. Nein. Okay. Sag mir, wo deine Icon steht. Wie? Ja, was soll ich dir sagen? Sag mir mal eine Zahl, wo eine Icon steht. Nein. Sag mal. Nein. Sag eine Zahl, wo keine Icon steht. Nein. Dann kriegst du die 9. Ach Mann, ist keine Icon. Ja, gib mir den. Gib mir den. Du kriegst die Seite 2 Spieler ein. Oh ja, let's go. Natürlich Icon. Den Mann, ich brauche eine Icon. Wenigstens eine noch, Freunde. Eine wäre noch so wichtig. Die Chemie macht, das macht so viel aus, ne? Ja. Let's go. Der ist auch nicht so teuer, aber der ist sehr, sehr gut. Ich habe den schon öfter im Draft gespielt. Der ist Choc Güzel. Icon war so wichtig bei mir, ne? Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich brauche noch eine Icon. Nochmal eine Icon wäre super. Ja, ich auch. Also ich hier auf meiner Seite gibt es eine Icon. Wenn du mir die jetzt gibst, wäre es krass. Dann gebe ich dir Seite 2. Hä? Hier gab es doch nur eine Icon. Die Chance war doch 1 zu 10. Egal, ich wollte dir nicht geben, die Icon. Stell dir vor, ich hätte dir die Icon gegeben. Hier gibt es jetzt 8 Icons. Dann gehst du auf Seite 3, hä? Hier gibt es jetzt 10 Icons. Ja, dann bleibst du auf der Seite. Hä, ist der komisch, Junge. Nimm Spieler Nummer 4. Ikone. Ehrlich, Ikone bekommen? Waren da echt 10 Icons? Ja. Hä, was laberst du? Ich hab dir jedes Mal die Wahl gesagt, dass wir hier einfach auf Seite 1 lassen sollen. Fuck, ich hab auch 10 Icons. Okay, dann kriegst du die 10. Ich weiß nicht. Alter, wenn er wirklich so teuer ist, ne, ich such den jetzt, aber wenn er wirklich so teuer ist, dann glaube ich ja an nichts mehr, wirklich. Der ist so teuer, Bruder. Chemietechnisch immer noch nicht so bombastisch bei mir. Mr. Bombastico, aber ich weiß, wie ich das bombastisch auf jeden Fall hinkriegen kann. Ich sag ehrlich, ich bin gerade geschockt von dem Preis hier. Egal, wir nehmen ihn mit. Wir bauen ihn ein und lass mal einen kleinen Fernsehvergleich machen, Tim. Einen kleinen Fernsehvergleich. Okay, ich habe 17 Fernseher in meinem Schrank und du? Ich habe 20 Längenmessung. 20 Längenmeter? 20 Längenmeter, ja. Okay. Bin gespannt. Geil. Okay, komm, lass mal direkt weitermachen. Ich sag dir ehrlich, Starspieler füge ich noch nicht ein. Ich mache noch einmal eine Position, die sehr wichtig ist und danach kommt der Starspieler. Genau die. Okay, hier. Komm. Ich bin drauf. Ich auch. Ich sag dir ehrlich, ich muss gleich wieder was verkaufen. Ich habe keine Coins mehr. What the fuck? Okay. Ja, dann sollst du mal was verkaufen. Bin drauf.
drauf. Denn jetzt gibt's für dich einen teuren Spieler und der teure Spieler ist bei dir auf der 9. Ja, den kann ich mir, der passt, glaube ich, gerade noch so ins Budget, dass ich hier noch nichts verkaufen muss. Zum Glück. Geh mal auf Seite 5. Mann, du nervst. Digga, ich muss gerade noch kaufen. In der Zeit kannst du halt auf Seite 5 gehen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, nimm mal Spieler Nummer 7. Herzlichen Glückwunsch. Wieder keine Icon. Auf Seite 1 waren so viele Icons. Sehr gut, sehr wichtig, sehr wichtig. Mann. So, ich hab's ja eben schon gespoilert. Jetzt erstmal der Starspieler. Das heißt, Coinsorge ist jetzt erstmal weg, weil ich kann entspannt einen Spieler aus dem Verein einfügen und vertrau mir, Bruder. Ich könnte zwar ihn einfügen, aber ich glaube, das wird echt alles auseinandernehmen. Deswegen füge ich nur in Anführungszeichen ihn ein. Aber der ist auch eine absolute Macht. Ich habe den sogar in Rot und der füllt die Chemie nochmal ein bisschen auf. Ich mache auch einen rein, der die Chemie auffüllt, weil anders kriege ich den Mann nicht auf Chemie. Deswegen. Ach, ist auch noch ein Star. Rein. Ja. Oha. Und mit dem Manager sind die beiden dann auch full Chemie-Freunde. Dann kann ich noch Manager aus dem oder dem Land oder so nehmen. Oh mein Gott, Manager. Und dann kommen die auch nochmal auf mehr Chemie. Ja, das ist ja. Super. Manager. Manager ist auch meine Hoffnung, bitte. Ah, okay, dann geht er wenigstens auf einen hoch. Okay, mittlerweile habe ich 28 Fernseher. Ich weiß nicht, wie es bei dir Manager? Aussieht. Ja, mit Manager. Ja, ich habe noch ohne Manager. Ich mache mal mit Manager gleich. Aber erstmal letzter Spieler. Okay, nochmal gucken, ob ich mir jetzt hier, ob ich gleich irgendwas verkaufen muss auf Not oder nicht. Notgroschen? Brauchst du noch Notgroschen? Der Notgroschen könnte, boah, der wäre halt perfekt. Den hab ich sogar im Verein. Ich weiß, ich glaube, den habe ich, glaube ich, auch im Verein. Der wäre schon super, ich sag ehrlich. Also, die Seite sieht bei mir ganz okay aus. Ist nicht mal so teuer. Mal gucken. Was ist 1 plus 1? 2. Was ist plus 2? Junge, jetzt kommt er mit meiner Mathematikformel. 4. Was ist mal 2? 8. Was ist minus 6? 2. Deswegen kriegst du die 6. Hä? Hä, Bruder? Aber ich bin sehr zufrieden. What the fuck? Mach mit mir auch eine Matheformel, komm. Bist du Tim Einstein, oder was? Ja. Bruder, du hast mir wirklich einen gegeben, den ich im Verein hatte. Ich fasse es nicht. Gib mir auch eine Matheformel. Der passt perfekt. Ich habe ihn sogar im Verein. Was ein lucky move. Was ist 2 plus 3? 5. Minus 6? Minus 1. Minus 5? Minus 6. Plus 10? 4. Was? Ja, ich bin doch, ja, doch, stimmt. Ja, doch. Ich gebe dir 4 mal 3? 15. Ja, so ungefähr. Minus 6? 12. Genau. Seite 4, Spieler 7. Du bist hässlich. 1, 2, 3. Welcher Spieler? Ich hab vergessen. Ich glaube Seite 4, Spieler 7. Okay. Alles klar, Digga. Alles klar, Digga. Alles klar, Digga. Okay, ich füge mal ein. Chemietechnisch. Oh, ja. Ich brauche einen Manager, ne? Ich brauche einen guten Manager jetzt. Der muss es regeln. Ich glaube, ich habe sogar Manager aus dem Land. So sieht's jetzt aus und ich habe 32 Meter erreicht, Tim. Ich habe nur 30 Längenmeter. Oh Mann. Jünger und länger. Ach, ist das schönes Leben. Ich wirklich. Okay, möge der Bessere gewinnen, der Schlechtere des Kahn. Ich sag ehrlich, cooles und teures Team habe ich hier. Denke mal, bei Tim sieht es nicht ganz anders aus. Wir gehen rein und let's go. Zeig mal her, was du bekommen hast. Alisson. Oh, beide Rüdiger? Hä, Van Dijk? Du falscher Fuffi. Was? Vieira? Wie Vieira? Habe ich zuletzt bekommen, wo du die Matheformel aufgestellt hast. Digga, 3 Millionen oder so, oder nicht? Ja, das war der letzte Spieler. Oha, hast du gesehen, Haaland gegen Van Dijk, das epische Duell, ne? Ja. Direkt mal auf die Probe gestellt hier. Rüdiger, Digga. Der verteidigt die auch immer in Real Life verteidigt, ne? Guck mal hier, der Kandi. Oh! Was? Let's go! Wer war das? Kiesa, Bruder, da habe ich mich aufgeregt, dass er 700k kostet. Jetzt weiß ich, warum er 700k kostet. Hä? Einfach Quaresmas Mutter oder so. Bruder. Ja. Ich sag doch, der Kandi. Das war gezielt und gekonnt und gewollt. So ein Ding ist das nämlich. Abseits? Kein Abseits. Du falscher Fuffi. Boah. Du falscher Fuffi. Ohne was sagen. Einfach nur oh, machen. Ist das krass. Nani. Ja, Jairzinho startet nie, Digga. Ich drück die ganze Zeit L1. Da oben, an der anderen Seite startet sofort, wenn ich den schicken will. Ey, das ist so lächerlich. Ne? Du machst so lächerliche Tore immer mit Haaland, mit deinem Powershot. Wie kann der reingehen? Müsst du auch nochmal angucken, Bruder. Der ist durch und durch, ne? Der ist durch und durch. Erstmal, Van Dijk steht genau davor. Ich tackle. Was passiert da? Bro! Was? Lol, okay. Nur nehme ich mit, sag ich ehrlich. Ja. Oder? Gibt er noch?
Nee, ich glaube, er wollte sie sogar noch geben, aber Pass kam nicht an. GG, zwei Discards. Oh. Verschwitztes Game. Verschwitztes Game. Ja, weil ich sage ehrlich, jetzt wieder. Zweites Tor war schon echt eklig. Ansonsten war cooles Game, sage ich ehrlich. Ja, Freunde, Team ist umgestellt. Ich bin eigentlich nicht die Person, die stichelt, aber ich verkaufe gerade meine Spieler. Gar nicht die Person, die stichelt, ne? Nie. Nie, nie. Du hast sogar Van Dijk und so, ne? Boah, das wäre so schön. Ja, Van Dijk, Vieira, Grimaldo sind so die teuren. Oh mein Gott, das wäre so schön. Das wäre dieser Matthäus 2.0, Rolle 2.0 Discard. Noch schlimmer sogar, weil Coins jetzt sogar, also das sind ja die gleichen Coins wie damals, aber diese gleichen Coins sind jetzt mehr wert wie damals sozusagen. Jo, das stimmt. Hier drin, die vierte hattest du auch? Ja. Okay, dann machen wir mal den Klassiker wieder. Ich habe den lange nicht gebracht. Wir machen mal LZM. Die Position habe ich, by the way, von dir. Also wenn die Position jetzt knallt, dann selber schuld. Ist noch ein Fake. Ja, ich weiß. Ich bin gerade auf dem rechten Flügel. Ich verkaufe gerade Kesa für 600.000 wieder. Immer den rechten Flügel. Boniface, LZM. Loftus Cheek, RF. Okay, 500.000, glaube ich. Ja, okay. Ja, aber unter 500.000 wäre auch nicht so heftig gewesen. Alles nee, darunter wäre auf jeden Fall Quatsch gewesen. Das ist zufrieden. Ist okay. Boniface, Loftus, gebe ich ab. So, SPC ist fertig. Ich kriege jetzt einen Spieler dafür, von dem ich gemacht habe, Freunde. Geil. Immerhin etwas. Okay, sind weg oder was? Mhm. Wen hast du gemacht? Aaron Wan-Bissaka. Ja, Macher. Okay, Leute, 1000 Likes, dann wiederholen wir das Ganze. Und dann gehen wir auch höher und dann werden nochmal dickere Discards dabei. Und deswegen lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Haut rein. Ciao.